Matthias Sammer und Rudi Assauer, der gemeinsame Blick durch die Kamera und die gemeinsame Erkenntnis, heute wurde hier auf Schalke nahezu alles geboten. Den Auftakt machte Sven Vermandt nach knapp einer Viertelstunde die Führung für den FC Schalke 04. Ein Auftakt wie gemalt für die Gastgeber und keine drei Minuten später wurde das Ganze noch verfeinert. Nico van Kerkhoven 2:0 und das war auch das Ergebnis zur Halbzeit. Aber Schalke jetzt nur noch zu 10. Viktor Agali musste runter kurz vor der Pause. Eine Tätigkeit gegen Dortmunds DD. Und er bekam Bauchschmerzen, Frank Neubert, zu Recht, denn seine Mannschaft verlor die Ordnung nach dem Seitenwechsel und der deutsche Meister nutzte das. Die 52. Spielminute, nur noch 2:1, Torschütze Jan Koller. Die dominierenden Farben ganz klar jetzt schwarz-gelb und sie legten nach. 6 Minuten nach dem Anschlusstreffer Everton mit dem Ausgleich. Rudi Assauer dann mit dem Weckruf zur richtigen Zeit. Schalke kam wieder ins Spiel und erzielte durch Waldoch noch einen regulären Treffer, der aber nicht anerkannt wurde. Danach gelb-rot für Lehmann wegen einer Unsportlichkeit. Am Ende also ein komplettes Unentschieden, 10:10 Spieler und